So, und weiter geht es. Wir sind jetzt noch auf der Suche nach Rost. Oder gehen jetzt zumindest wieder auf Suche nach Rost. Und werden dann das Schiff reparieren und dann wahrscheinlich das Spiel zu Ende bringen. Don't we have some repairs to do? I'll check that we have enough rest. Was übrigens gerade der Grund ist, weswegen ich immer noch am Aufnehmen bin. Eigentlich hätte ich jetzt genug Parts schon. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich bei Spielen kurz vorm Ende bin, dann möchte ich da gern immer noch mal ein bisschen reinhauen. Damit ich dann nicht gegen Ende wieder den kompletten Faden verloren habe. Wäre jetzt nicht so super. Is this it? That was fast. Okay. Aber, wie man sieht, taucht der Rost echt immer wieder auf. Also wir können die letzten zwei Orte gar nicht... ja... reparieren. Denn der Rost taucht immer wieder auf. Ist jetzt natürlich nicht so schön. So, kann man hier auch noch Rost sammeln? Oder wird man hier auch halb von Viechern massakriert? Kapow! Where's our thunderous applause? Come on, let's keep going. So. A little more rust? Don't mind if I do. Ich will jetzt mal kurz gucken. 5 und 10, okay. Da brauchen wir auf jeden Fall noch was. Wahrscheinlich würde das nur gehen, wenn wir das in 1 machen. Aber ich will dafür keine Kämpfer haben. It's slippery. You could really hurt yourself falling on these. You are getting on my nerves. Ach, no, no, no. Look at that beast. Whenever you want. Now? Ach ja, ich vergesse es immer wieder. You go first. No, you go first. Watch out! And we blast off. Go! Ew. Yes. Na gut, es kann nicht mal so schlecht, dass ich das dann immer wieder auflädt. Desperate times. If this doesn't do it, dann haben wir zumindest genug Chancen, noch Rost zu sammeln. Well deserved. Wenn das jetzt ein bisschen anstrengend werden könnte. We got lucky. All this rust is starting to feel heavy. Problem ist, wir brauchen auch auf jeden Fall Glanzrost. Nicht nur Feinrost. Okay. Rohrost, ja, Glanzrost brauchen wir auf jeden Fall noch. Mindestens einen.
Mindestens ein Glanzrost. Ach, das ist Rost. Ich frage mich nur, wo. Und doch hier in die Richtung müssen wir dann. Isn't this the bridge we took to get here? It is. Dann auf jeden Fall wieder zurück. Und hoffen. Irgendwo hier noch Glanzrost herkriegen. Gerade sieht es nämlich sehr schlecht aus. Kann ja auch sein, dass wir genug haben. Ich zweifle es allerdings. Glanzrost, okay. Einen haben wir mindestens. So, dann gucken wir mal. Weil wie gesagt, wir können die anderen ja nicht komplett fertig machen. Kommt hier wirklich immer wieder? Außer hier komischerweise nicht. Aber das haben sie wahrscheinlich extra gemacht, damit man hier wenigstens noch wieder zurückreisen kann. Und nicht drei Orte hat, die man neu durchschreiten muss. So. Wie gesagt, ich hoffe, wir können das Schiff jetzt reparieren. Wir versuchen es einfach. Im schlimmsten Fall müssen wir halt nochmal los. Das würde ich dann allerdings auch offscreen machen. Das wird sonst zu langweilig für euch. I got a big one. Hallo. Ich bin festgebackt. Jetzt. Und dann einmal hier hin. Gleich den Wirbel. Und einmal nach Hause. Ah, gut, sie können es vertragen. Kind of chilly up here. Yeah, we should have packed you a little sweater. Weil dann würde ich jetzt nämlich nochmal was zu essen für die vorbereiten. Beziehungsweise, was heißt vorbereiten? Wir haben ja noch etwas, was wir hingeben können. Ich weiß, ich mache es gerade sehr spannend. So. Und Quatsch, nicht kochen. Wobei doch, ich kann kochen einmal für Birbel auf jeden Fall. Kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen was zubereiten. Mindestens zwei Sachen.
Damit wir hin und zurückkommen. So, und wir essen jetzt die lange Suppe. Mmm, not bad. Why is this dish called slow noodles anyway? Do they cook very slowly? Nope. Then why? You'll see. This is delicious! Yep. I call it slow noodles because the taste reveals itself very slowly. Yeah. That's magic! No, just chemistry. Ready for the next chapter? Yes. Okay, where were we? The two ladies travel billions of years into the past in order to create energy out of cow fossils. Oh yeah. So, they calibrate the machine to travel back in time. Minus 14 million years. But something goes awry. They punch in the wrong unit. Exactly. They find their way back 14 billion years. Wow. Around them, there is nothing. No void. I mean nothing. They are the only existing thing in the entire universe. They are the universe. They're panicked, hugging each other. And little by little, their body temperatures increase. They feel their bodies stretching, dilating. They grip tighter, but they just drift away from one another. And they drift away from themselves. In one last attempt to stick together, they kiss. But the oceans of the void are already starting to tear them apart. Their nucleons set ablaze to form stars. Their electrons start orbiting. And where their lips used to make contact, two of them collide, fracturing. And their split pieces assembled create a single planet, Source. Wow. You really just made all that up? Well, yeah, this is all improvised. You should really start writing some books, you know. Who would ever read my books? Well, I would. Huh. All right. I'll think about it. Ja. Gut. Geheilt sind wir. Dann schauen wir mal nach und ich bete, dass wir unser Schiff jetzt reparieren können. Don't we have some repairs to do? I'll check that we have enough rest. Then I'll get it done. Haben wir. Just one piece left and we'll be ready for takeoff. Was? Wie nur noch ein Teil. Now that is a job well done. Seriously, we knocked this out of the park. I didn't expect it to look so good. I know, right? Check out the reclaimed garden table. Are you sure your suitcases will be okay? They're waterproof. Plus, we don't really have to worry about burglars. Why? Do you have valuables in there? Kind of, yeah. Like what? Some bolts. And? And that's it. It's mostly bolts. Are you telling me that you have two entire suitcases full of bolts? So what? I'm sorry, but this is borderline insane. Do you even know how many types of bolts are out there? Square heads, philister, truss, button heads, hex, sunk, knurled, slotted, splined. Different shaft lengths, different threading diameters, nut heights. Not to mention the variety of materials and coatings. Let's say you need a handful of each to be prepared for any situation. It adds up quickly. And how many types of bolts are used in the nest? That's besides the point. How many? Four. Naja, wer weiß, wo man diese Schrauben braucht. That was the last piece. You know what? This looks nice. It's almost like new. I think we're both too young to know what it would have looked like new. But it did age gracefully. However, we're gonna have to clear out all this stuff lying around before we can take off. Yeah, seems like it.
Come on. Time's a-wasting. Ozias could show up any minute now. Couldn't we just enjoy this for another 5 minutes? Yes, of course. We'll go when you're ready. Okay. Gut. Kann ich noch was herstellen? Nein. Also gut, dass wir nichts mehr hergestellt haben. Oder wir können auch gar nichts herstellen. Du kannst anschließend nicht hierhin zurückkommen. Bist du bereit aufzubrechen? Ja. Bergab des Fortschritts. Eine Kopie deines aktuellen Spielstandes ist im Menü Spielladen auf dem Titelbildschirm verfügbar. Gyro Stabilizer. Check. Servo Rotors? Check. Hollow Spectre? Which one is the Hollow Spectre again? Doesn't exist. Just checking if you're paying attention. Okay then, everything looks almost operational. Almost? Mechanical engineering isn't an exact science. But if it all goes well, we should take off without a hitch. If it all goes well? Yeah, now you're getting the hang of it. Come on then, let's get the nest off the ground. Roger that. Okay. Dann wollen wir mal. Oh mein Gott. Hätte ihn vielleicht noch ein letztes Mal streicheln sollen. That's as close as I can get. I know. That means we'll have to walk the rest of the way. Are you ready? To set aside the apiary once and for all? I've been waiting for this moment. Okay. Kann scheinbar nicht mehr rein. Oder? Doch, rein könnten wir sogar noch. Ach, wir sind sogar schon am Ende. Das sind scheinbar schon die Credits. Das hätte ich jetzt sogar nicht gedacht, dass das jetzt so das Ende ist. Aber das finde ich gut gemacht. It wouldn't be the first. Also wenn es jetzt wirklich keinen Endgegner mehr gibt, dann sind das auf jeden Fall mal etwas andere Quells. Weiß nur nicht, wo ich jetzt hier genau rauskomme. My hair is starting to fry. Keep it up. We're almost there. Okay. Tatsache. Ja, kann ich mich auf jeden Fall nicht beklagen drüber.
Is that even rust? Looks like it. In a magma state. I can't imagine how hot it is in there. Just one splash, and we're literally toast. I can't believe I didn't see that coming. I thought we would find some rust in there, but not this. I guess we'll need to come up with a new plan. We don't need a plan. We're going. Are you joking? Do I look like I'm joking? What are you thinking then? There's nothing to explain. We switch on the boots, we get across, we dodge the molten rust splatter, and we sever the bridge. But we don't stand a chance. We didn't stand a chance escaping the apiary. We didn't stand a chance flying all the way to Source with the nest. We didn't stand a chance surviving all this time. You said it yourself. We are the luckiest people in the universe. We can afford to live dangerously. Not to die foolishly. Hey, 50-50 chance. It's nowhere near 50-50. Listen, I know very well that we're risking our lives. I'm not a complete moron. I'm just trying to make things easier. But if you want to chat, sure. Let's chat. Do you want to talk about us? About what's going to happen when Ozias shows up with his Hornet army? About how they'll split us apart? Recalibrate us? Is that what you want? For us to have done all this for nothing? For us to become strangers again? You know I don't. So make a quick decision. Because as far as I'm concerned, it's settled. The question isn't whether or not we're going. It's whether or not you're coming with me. All right. I'm coming. Even though I still believe this is suicide. Do you want to die? No. Me neither. At all. So it's not suicide. Just a very high-risk mission that we are going to complete because we are some Bluten heroes. All right. If you say so. But then I think you should go first. If I must die, may it be with your butt in full view. Granted. Okay. Frage ist jetzt gerade. Wie soll man da nochmal reinkommen? Ich habe gerade zur Zeit keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja, okay, von hier aus. Wahrscheinlich gehen sie eh beide drauf. Scheiße. Blute! Kay! Oh, why did you do that? You are such a boron sometimes! Are we some Bluten heroes? Oh, you idiot! You? This hurts a bit. Oh, no, I'm sorry. It's okay. I can hardly feel anything thanks to the adrenaline rush. No, wait, don't move. We can take a break. Let's not. We can't wait for it to subside. Plus, we have to sever a bridge, don't we? Yeah, sie sterben doch. We'll never absorb all this at once. So we'll have to do it little by little. Look, over there. The flow threads seem more sparse.
It's the moment of truth. Switching to hyper-rest mode. Success! Yes. But there's still work to do. Oh, God. Another one. This one's for me. Weil ich das Ding hier auch so super kann mit den Flutströmen. Ach so, grüne Neuner. Solange ich nicht driften muss, geht das ja. Are you sure you don't want to stop? I can do it alone. No way. Er stirbt doch daran. Die muss allein aufs Tor zurückbleiben. I feel like the bridge is waning. Let's hope it's not just a feeling. Ich hab das Gefühl, dass das Ding hier in die Hose geht. To burn your hands. You know, at this point in time. Das schaffen wir niemals. Only one left. After that, it's over. No going back. No more apiary. No more space travel. Nothing. So what are we waiting for? That's episch. Oh God. Und das war Haven. Ich habe tatsächlich ein ganz anderes Ende erwartet.
ein komplett anderes. Ja, es kommt sogar noch etwas. Das ist gut. Oinky. If only you knew how long I've been waiting for this. This is gonna be so good. Yeah, if it even works. What's that thing you say? Let's not start pushing before the panties are pulled down? Of course it's gonna work. With all of your talent and mine put together, how could it fail? Stop it. You're gonna be bad luck. Wanna bet a creamberry fondue that it's gonna work? So, either way, we're having fondue tonight? Correct. Works for me. Okay. Modus. Now we draw. It works! It works! Creamberry fondue forever! We can swing by the vegetable patch when we're done playing around. I saw a few nice ones yesterday that looked almost ripe. Okay. Oh yeah, I forgot to tell you. I added a burst function to the boots. Does that mean we can... pop flower bursts? Yep. Alter. Whoa. It's even better than I imagined. Well, it looks much gluten prettier this way. Das sind nicht mal viele Blüten. A little bit more over there. Okay, wir scheinen wohl noch nicht ganz fertig zu sein hier. Think I'm itching for a flower burst. You go right ahead. So, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier im Einspiel sind. Wir müssen halt Rost finden. Okay. Den haben wir ja rein theoretisch schon gefunden. Ich bin deswegen gerade so ein bisschen... irritiert, was wir jetzt hier tun sollten. Well, let's just... I wonder why we're bothering to plant a bit of everything. When we could just focus on intensive creamberry cultivation. We'd need a little variety in our diet, lest we get tired. Come on, Oink. Roll over. Sit? We'll never manage to teach him tricks. That's because he's too clever. He knows very well he doesn't need to do anything to get some scratchings. Ja gut, ich bin jetzt tatsächlich so ein bisschen... This is starting to come together. All right. Buff. Are we gonna have this fondue? Yes. Great. I was wondering, the weather's kinda nice. Do you want to set up outside for a change? Definitely. Start the fondue, I'll set the table. Whew. I didn't think we'd get through all that. What's for dessert? You have some room left? I'm kidding. We do have some apple brew left. Want any? All right then. We are on vacation after all. Every day is vacation. Exactly. To us. And to Source. Which reminds me, we're gonna have to tape up the nest's flow intake tomorrow.
I think I saw a leak. Yes. And also, we need to consider pruning our Appledew buds. They're gonna take over the whole vegetable patch if we let them. Bloot. Guess we're not on vacation after all. Well, we can rest when we're old. Kay, the only things we do here are cooking, handiwork, and gardening. We are old. You're right. Speaking of which, it's past our bedtime. What are we still doing up? Wait, we haven't checked the gauges. Oh yeah, I almost forgot. So, what does it say? 0.174 minus 0.090 plus 0.122. Huh. That's more than yesterday. A lot more? Not much, but it kind of confirms our theory. Source's orbit has deviated. Other than that, I'm not seeing the bridge. Looks like it's not forming back. At least that's some good news. Now we can sleep soundly. Are you sleepy at all? Not really. Ich glaube, wir sind einfach nur noch im freien Spiel, oder? Ich meine, anders könnte ich mir das jetzt nicht mehr weiter erklären. Also verbessern können wir zum Beispiel nichts. Kochen können wir noch. Essen könnten wir. The rattle peppers are looking kind of wilted. I noticed that. I'll try to increase the dosage of nutrients. See if that gets them back on track. So. Ja gut. Don't you want to go into the bedroom instead? Yes. Let's go. Quick. Ich muss den jetzt aber nicht beim Zusehen, oder? Bitte, ich komm. Ich habe ja nichts dagegen, Someone's aber... thinking about the apiary? Huh? No. Well, kind of. But kind of not. I was thinking about us. What we've done. We've severed a balloon flow bridge. Yeah. About that. It's like the biggest decision I've ever made in my life. By a very long stretch. I thought I would feel changed. Like an entirely new person. But no. I'm not feeling any different. I don't think I've taken it all in yet. You know, it's kind of like when someone you don't see much dies. You understand it, you accept it. But really, concretely, it changes absolutely nothing in your daily life. The only difference compared to before is that you wouldn't be able to see that person if you wanted to. And you really don't remember they're dead until you want to see them. Right now, it feels like the entire apiary is dead. Even if I wanted to, I wouldn't be able to go back. Does that make you sad? It doesn't make me anything. Sad, happy, nothing. You know, I don't think it's hit me yet. I'd like it to stay that way, actually. I really hope it never hits me. Will you tell me if that happens? Who else could I tell? What about you? About the same. Having a hard time taking it in. Sorry. I meant your skin. Does it still hurt? No. I don't know if it's the Lufacrid oil or if my immune system has accepted it, but I almost can't feel anything. Before you asked, I'd actually forgotten all about it. That should tell you something. But I guess it's easier for me to forget than it is for you. Don't say that. What? Am I wrong? I'm not the one living with an ankylocephalus. You're not an ankylocephalus? I bet you don't even know what that is. No, but it sounds ugly. And you're not ugly. I actually find these spikes right here kind of sexy. More places to hold on to. Or stab yourself, whichever. Yeah, since you brought it up, I did have one of your spikes poking me in the back earlier today. Oh, Bloot, I'm so sorry. No, it's okay. It wasn't for too long.
All I'm saying is that we may have to think of other positions. Okay. When do we start? Whenever. Now? You have no patience. Okay. Jetzt scheint es wirklich zu Ende zu sein. Ja, wie schon gesagt, ein ganz anderes Ende, als wie ich es erwartet habe. Ich weiß nicht, ich dachte irgendwie, es wäre noch mehr mit dem Korps, dass ihr eigentlicher Verlobter plötzlich da auftauchen würde, dass es da nochmal ein bisschen Terra geben würde. An sich, ja, das Ende finde ich eigentlich ganz gut. Ich hätte mir nur trotzdem noch so etwas mehr gewünscht, ehrlich gesagt. Alles im allem fand ich das Spiel echt gut. Gut, das ganze Liebelei-Geduld, das war irgendwann doch etwas viel. Das hätte man vielleicht ein bisschen reduzieren können. Aber grafisch wunderschön, musikalisch auch wunderschön. Oink, also Grunz, war sowieso absolut niedlich. Ich glaube, den werde ich auf ewig immer im Herz haben, wenn ich irgendwann mal wieder ein Haustier, also irgendein Haustier habe, was ich benennen soll. Ich nenne ihn einfach nur Oink. Sprecher waren auch gut. Also alles in allem echt ein sehr schönes Spiel. Ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt noch einmal spielen wollen. Vielleicht irgendwann noch mal im Stream mal gucken. Und dann vielleicht die restlichen Errungenschaften zu holen. Mal schauen. Ansonsten bin ich doch sehr zufrieden. Ich glaube, ich habe länger gebraucht als manch andere, würde ich sagen. Aber ich lasse mir halt gerne Zeit beim Spielen. An dieser Stelle möchte ich auch gerne meinem Freund danken, der mir dieses Spiel geschenkt hat. Und ja. Ich hoffe, dass euch das Projekt auch gefallen hat. Der eine oder andere hat mich ja da so ein bisschen begleitet. Und ja. Ich würde mich über ein Feedback zu diesem Projekt freuen. Oder über ein Like. Und ja. Welches das nächste Projekt ist, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Ich bin noch so ein bisschen am Schwanken. Ja, mal gucken. Wenn ihr aber sonstige Fragen habt oder Spielvorschläge oder sonstiges, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben oder mir auch die Fragen im Stream stellen auf Twitch. Da streame ich jetzt seit fast 2 Wochen. Und ja, ihr könnt aber auch gerne auf meinen Discord-Server kommen. Der Link ist auf meiner YouTube-Seite oben am Kanalbanner. Und ansonsten könnt ihr mich auch auf Steam anschreiben. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, ich lasse euch jetzt noch allein mit diesem wunderschönen Ende. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Habt viel Spaß mit den Videos und ciao.